Herzlich willkommen zum DFG-Exkursgespräch mit Professor Dr. Monika Betzler. Heute zum Thema, wann beginnt der Missbrauch der Moral? Frau Betzler hat den Lehrstuhl 5 für praktische Philosophie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München inne, ist zudem Sprecherin des Ethikzentrums an der LMU und Mitglied einer der Schweizer Ethikkommissionen. Guten Tag, Frau Betzler. Guten Tag. Frau Betzler, wo beginnt denn jetzt der Missbrauch der Moral? Ja, das ist eine knifflige Frage. Moral kann auf verschiedene Weisen, unangemessen, möchte ich mal vorsichtiger sagen, gebraucht werden. Und da müssen wir verschiedene Weisen unterscheiden. Zum einen kann Moral ganz instrumentell eingesetzt werden, um dem anderen zu zeigen, dass man selber einfach der Bessere ist, der bessere Mensch ist und über dem anderen steht und die besseren Ziele verfolgt. Das ist eine, wenn Sie so wollen, knallhart eigeninteressierter Einsatz der Moral, um eigentlich moralisch unabhängige Ziele zu verfolgen. Das wird sehr, sehr gerne in der Politik gebraucht, ja, so zu tun, als hätte man selber, wie man im Englischen so schön sagt, den Moral High Ground. Eine andere Form der unangemessenen Verwendungsweise ist, und das wird in der Philosophie sehr viel diskutiert, ich weiß gar nicht, ob es die wichtigste Problematik ist, ist, wenn man selber moralisch betrachtet ziemlich viel auf dem Kerbholz hat. Da glaubt man, also wenn man selber stiehlt und lügt, um nur ein einfaches Beispiel zu nehmen, hat man irgendwie weniger Berechtigung, den anderen genau das vorzuwerfen. Es ist noch so eine weitere Art, moralische Forderungen oder Urteile unangemessen einzusetzen, wenn man selber nicht die Autorität besitzt, nicht selber das Standing besitzt, andere zu beurteilen, ja, weil man selber wirklich nicht besonders dolle ist in Sachen der Moral. Und dritte Form, wo man vielleicht schon eher von Missbrauch sprechen kann, in diesem stärkeren Sinne, ist, wenn man sich sozusagen über andere stellt in Sachen der Moral, und zwar im Gegensatz zum ersten Beispiel, nicht weil man was anderes verfolgt, sondern schon, weil man ehrlich um die Moral bemüht ist, aber verkennt, dass die eigenen moralischen Urteile ja auch fehlbar sind und dass andere Leute, über die man urteilt, sehr wohl auch gute moralische Gründe haben können, aber eben vielleicht andere. Und das liegt einfach daran, dass in Sachen der Moral viele Dinge sehr bestreitbar sind, heikel sind einzuschätzen und wir da sehr leicht Fehler machen. Und wenn wir moralisch urteilen und vor allem andere beurteilen in ihrem Verhalten, müssen wir immer auch berücksichtigen, dass wir uns selbst täuschen könnten und dass die andere Person, an die wir unsere moralischen Urteile richten, auch gute Gründe haben könnte für ihr Verhalten, und zwar auch gute moralische Gründe oder legitime nicht moralische Gründe oder entschuldigende Gründe für ihr Verhalten hat. Und da müssen wir eigentlich erst ins Gespräch treten, um das herauszufinden, bevor wir uns über jemand anders stellen und diese Person sozusagen verurteilen. Also dann hätten wir zwei Möglichkeiten, sich zu überhöhen gegenüber demjenigen, mit dem man vielleicht in einem Konflikt ist, aus unterschiedlichen Gründen. Und das in der Mitte, was Sie sagten, war eher eine Frage des Standings. Also wenn ich selber nicht die moralische Integrität habe, dann ist es schwierig, jemandem anderen etwas vorzuwerfen nach dem Motto, kehr doch bitte erstmal vor der eigenen Haustür. Oder ich denke jetzt an ein praktisches Beispiel. Naja, wenn die CDU jetzt den Grünen vorwirft, hier Weihnachtsgeld nicht anzugeben, dann ist es schwierig, sich einen Vorwurf von so einer Partei anzuhören, die gerade so ein großes Problem mit den Maskendeals hatte. Das könnte vielleicht eine andere Partei, die nicht so in der Kritik stünde, besser. Wobei es dann ja wahrscheinlich auch sehr viel um die einzelnen Persönlichkeiten geht. Absolut. Und das ist ein prima Beispiel, denn da wird deutlich, dass da vielleicht zwei unangemessene Verwendungsweisen der Moral zusammenlaufen. Zum einen, dass man das Standing nicht hat, wenn man selber noch viel Schlimmeres angerichtet hat. Zum anderen aber, dass, und das machen Parteien ständig, im Englischen nennt man das Moral Grandstanding, also so eine Großmannsgetue in Sachen Moral, dem anderen zu zeigen, du bist also moralisch betrachtet ganz schlecht und ich finde ihn viel besser. Und das macht man aber mit dem Ziel, um sozusagen seine politischen Ziele durchzudrücken.
Ja, und gar nicht, weil es einem so wahnsinnig um die Moral zu tun ist. Auch das ist etwas, was man im politischen Diskurs immer wieder vorfindet. Ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt, wenn wir nach einem praktischen Beispiel suchen, was vielleicht ein bisschen näher an unserem eigenen Leben ist, dann wird es aber schnell sehr schwierig. Also angenommen, wir haben mit jemandem zu tun, der Vegetarier ist, ich selbst bin auch Vegetarier, oder vegan lebt. Und dann gibt es ja oft Menschen, die sich von solchen Leuten gegängelt fühlen, wenn die darauf hingewiesen werden, musst du denn jeden Tag Fleisch essen? Und der Vegetarier oder der Veganer würde vielleicht sagen, naja, aber ich bin doch hier moralisch auf der richtigen Seite, denn guck mal, wie viel Liter Wasser man braucht, um so einen Schnitzel herzustellen. Da geht es doch gleich in den Graubereich rein, ne? Also darf ein Vegetarier jemanden darauf hinweisen, naja, jeden Tag ein Stück Fleisch ist vielleicht doch ein bisschen viel? Oder ist das schon ein Missbrauch von Moral? Ganz gute Frage und da haben Sie ganz recht, da sind wir schon mittendrin im Graubereich und darum ist es auch gar nicht so einfach zu sagen, wann es sich bereits um einen Missbrauch handelt. Aber es ist sicherlich es kann eine Form von Missbrauch sein, die sich darin zeigt, wie man mit der anderen Person spricht, ob man sie einfach von vornherein verurteilt, bloßstellt, vor allem öffentlich bloßstellt oder ob man sozusagen ein interessiertes Gespräch beginnt, das zumindest so viel Offenheit beinhaltet, dass man nicht von vornherein davon ausgeht, dass die eigenen moralischen Gründe immer und grundsätzlich unfehlbar sind. Ah, das würde bedeuten, mit dem Bewusstsein und dem Interesse, ich könnte doch noch auch von der Überzeugung des anderen beeinflusst werden, lasse ich mich auf ein Gespräch ein und dann erst im zweiten Schritt kann ich mich auch immer noch entscheiden, kann ich vielleicht, naja, andeuten, dass ich eine andere Überzeugung habe. Genau, eine andere Überzeugung zu haben, ist sowieso in Ordnung. Es kommt immer darauf an, wie sehr wir eine andere Person moralisch verurteilen. Denn moralische Urteile fällen heißt ja nicht nur, ich habe irgendeine Meinung und du hast eine andere, sondern damit kommt immer ein gewisser normativer Druck einher. Das heißt, ich suggeriere mit moralischen Urteilen immer, du solltest dich, das ist richtig und wenn du das nicht glaubst und nicht tust und dein Handeln daran nicht ausrichtest, dann solltest du dich ändern. Das heißt, wenn also ein Veganer zu einem Fleischesser sagt, möglicherweise öffentlich, ich finde das also völlig verwerflich, dass du Fleisch isst, das mag sogar aus moralischen Gründen, vielleicht hat er recht. Ja, das ist die eine Sache. Die andere ist, wie wir andere adressieren und uns über sie erheben und sie auch verurteilen. Und da steckt dann eine Art der falschen Verurteilung drin, wenn wir überhaupt nicht und grundsätzlich nicht bereit sind, die Gründe anderer Personen anzuhören. Und da haben Sie recht, in einem zweiten Schritt kann das durchaus dazu führen, dass ich zu dem Schluss komme, der andere hat schlechte Gründe. Ja? Und ich kann dann immer noch sagen, ich denke, ich habe bessere Gründe. Ob wir deshalb immer jemanden öffentlich bloßstellen dürfen. Ja, das kommt sehr auf den Kontext an, ob wir ein privates Gespräch führen oder ob ich vor einem öffentlichen Metzger stehe und die Leute anmache und sie sozusagen öffentlich bloßstelle. Das sind ja Unterschiede in der Form der Äußerung und damit auch in der Form möglicher Schädigung anderer durch moralisches oder in dem Fall dann auch moralistisches Urteil. Und Sie haben ganz recht, es führt uns in Bereiche, wo das nicht so ganz klar ist. Ja, ob man vegan leben muss, scheint mir strittig zu sein. Vielleicht ist vegetarisch Leben weniger strittig. Aber sozusagen, wie sehr ich von vornherein für mich reklamiere, Recht zu haben, kann grundsätzlich in sich was Problematisches bergen. Jetzt können Sie natürlich sagen, vielleicht gibt es Fälle, wo wir keine Zeit haben, wo es um so schlimme Dinge geht, wo das jetzt nicht eine Frage ist, sich mit dem anderen zu unterhalten. Ja. Stellen wir uns mal einen krassen, schlimmen AfD-Politiker vor, ja, der Antisemit ist, etc., etc. Natürlich kann man sagen, es gibt Fälle und Umstände, da muss man nicht viel nachfragen, da scheint es schon so wenig gut begründet zu sein. Ja, was der andere glaubt und vielleicht auch politisch so gefährlich, dass diese Schädigung, die moralistisches Urteil immer noch in sich birgt, gut verträglich damit ist, mit dem Guten, das man damit bewirken kann.
Ja, das heißt, letztlich ist es immer eine Abwägungssache, aber eine gewisse Schädigung anderer bleibt es insofern, als ich ihre Gründe vielleicht nicht umfassend zur Kenntnis nehme, meine eigene Fehlbarkeit zu wenig reflektiere und den anderen auch keine Zeit gebe, sich sozusagen umfassend in ihrem Kontext zu äußern. Und es ist sozusagen aus demokratischen Gründen, selbst mit was wir liberalen Leute für verrückte Meinungen halten, eine gute Idee oder mag eine gute Idee sein, anderen zuzuhören, selbst wenn wir erstmal denken, das sind schlecht begründete Meinungen. Frau Betzler, jetzt fällt mir ein Beispiel ein, was es, glaube ich, richtig schwierig macht. Sie sagten, wenn man von vornherein sagt, man hat recht, ja, dann wird es schwierig. Ich dachte gerade an so einen Extremfall. Ich glaube, in der katholischen Kirche ist es so, dass der Papst so einen Unfehlbarkeitsanspruch in Glaubensfragen hat. Wäre das ein Missbrauch der Moral? Jetzt wird es heftig, ne? Wenn es um Religion geht, aber im Grunde erfüllt es genau das, was Sie sagen. Ja, ich ziehe mir da auch immer den Ärger meiner theologischen Kollegen auf mich. In der Tat würde ich sagen, ist das, sofern man denkt, Religion kommt auch mit moralischen Ansprüchen daher, was ich glaube, dann ist es eine Form des Missbrauchs in meinem Sinne oder eine Form des Moralismus. Jetzt verlassen wir das Gebiet mit diesen vielen Tretminen und gehen vielleicht in etwas, was alltäglicher ist, sagen wir Klimakrise. Da ist es vielleicht nicht so, dass jetzt wir wenig Zeit haben im Sinne, es muss jetzt sofort in einer Diskussion oder diese Diskussion darf nicht zugelassen werden, es ist Zeitnot. Trotzdem haben wir auch global gesehen trotzdem wenig Zeit. Und manch einer sagt, naja, muss ich mich jetzt wirklich auf jemanden einlassen, der sagt, es gehört zu meiner persönlichen Freiheit, auch 250 auf der deutschen Autobahn fahren zu wollen und 5-mal im Jahr, auch wenn es nicht unbedingt sein muss, Fernreisen zu machen. Also da gibt es, glaube ich, viele Leute, die sagen, ja, das ist moralisch verwerflich in einer solchen Situation, wo wir vielleicht auch eine Welt an Kinder und Kindeskinder übergeben. Und ich glaube, das kommt im Alltag oft vor, dass es in vielen Familien und Freundeskreisen Diskussionen darüber geht. Suff, fahren oder nicht, moralisch verwerflich oder nicht. Kennen Sie das aus Ihrem Umfeld? Dass man in solche Diskussionen tritt, ja, das kenne ich gut. Ich habe einen 19-jährigen Sohn. Das ist schon altersbedingt, glaube ich, sozusagen vorprogrammiert, dass man in solche Diskussionen tritt. Und ich glaube, wir sind gut beraten, solche Diskussionen zu treten. Ja, und zwar auch mit Meinungen, wo wir sehr schnell von vornherein denken, wir haben Recht und der andere hat Unrecht. Wir leben in einer Demokratie und es gehört dazu, sozusagen sich darin zu üben, andere mit ihren Gründen ernst zu nehmen. Ja, und das bemisst sich genau auch daran, wenn man eigentlich von vornherein schon denkt, die haben Unrecht. Aber sozusagen, wenn man das zu schnell als Gradmesser nimmt, nicht mehr zuzuhören, nicht mehr nachzufragen, dann tun wir das auch in den strittigen Fällen nicht mehr. Deswegen ist es eine Art der Tugend der Aufgeschlossenheit, wie man das in der Erkenntnis-Tugendtheorie nennt, seinen eigenen kognitiven Standpunkt zu transzendieren und zu versuchen, den anderen mit seinen Gründen zu verstehen. Das ist im Übrigen auch die beste Chance, andere dazu zu bewegen, gegebenenfalls ihre Argumente aufzugeben. Ja, wenn man gehört wird, ernst genommen wird, wird man auch psychologisch, das ist jetzt kein Thema der Philosophie, aber uns sollte ja auch die Motivation zur Moral interessieren, wird man andere mehr geneigt machen, als wir verurteilen sie und stellen uns über sie und nehmen sozusagen ihre eigene moralische Autonomie, das heißt ihre Fähigkeit in Sachen der Moral, sich selber Gedanken zu machen. Wenn wir die nicht ernst nehmen, dann nehmen wir den anderen als Gegenüber nicht ernst. Obwohl es so sein kann, ja, bei Leuten, die gerne rasen, dass die sich jetzt in Sachen Moral und Klima wenig Gedanken machen. Aber wenn wir sie einladen wollen zu einer Diskussion darüber, sollten wir sie erstmal ernst nehmen, dass sie auch in der Lage sind, sich darüber Gedanken zu machen. Und wenn wir das tun, glaube ich, haben wir auch die beste Chance, dass sie einsehen, dass sie vielleicht nicht die besten Argumente für ihr Verhalten haben.
Aber das muss immer eine grundsätzlich offene Frage bleiben, wenn ich das jetzt so nur so therapeutisch einsetze. Ja? Ich mache das jetzt, damit du dich gut fühlst und ernst genommen fühlst. Aber natürlich weiß ich, ich habe recht. Und das mache ich jetzt nur aus psychologischen Gründen, damit du schneller sozusagen siehst, du liegst falsch. Das merken Menschen meist sehr schnell. Ja. Und deswegen, und das ist eine Übung und es ist vielleicht auch eine Tugend des Zuhörens, andere in ihrer eigenen Fähigkeit Gründe zu eruieren, ernst zu nehmen. Ja, und wenn ich das nicht tue, laufe ich sehr schnell Gefahr, das muss natürlich nicht immer so sein, Moralistin zu werden. Und das ist was ganz Ekelhaftes und das sage ich als Ethikerin. Weil in Moralistin oder in Moralist steckt schon, dass ich die Moral missbrauche. Genau, oder zumindest es mit der Moral übertreibe, ja, oder unangemessene Moralurteile fälle. Ja. Von mir aus auch missbrauche, ja, sofern ich mich eben über andere erhebe und gegebenenfalls sogar meine eigenen Ziele damit verfolgen möchte. Da würde ich noch stärker von einem Missbrauch reden, wenn es mir gar nicht um die Moral zu tun ist, sondern moralische Erwägungen benutze, um meine eigenen Ziele besser durchzubringen. Das ist, wie gesagt, vor allem im politischen Raum üblich. Da würde ich von echtem Missbrauch sprechen. Im Fall des Moralisten, das ist jemand, dem es sehr um die Moral zu tun ist und das ist ja an sich lobenswert. Insofern wäre ich da weniger geneigt zu sagen, es ist ein Missbrauch der Moral, aber ich würde sagen, der übertreibt in Sachen der moralischen Verurteilung, weil er zu wenig dem anderen Raum gibt, sich zu äußern mit seinen Gründen und zu wenig die Fehlbarkeit seiner eigenen Urteile mit berücksichtigt. Und insofern kann ein solches Verhalten zu einer Form der Engstirnigkeit führen. Aber es hört sich auch so an, als ob es ein bisschen idealisiertes Zusammenleben widerspiegelt, denn es gibt doch auch die Fälle, wo klare Kante nötig ist. Ich krieg, weiß ich nicht, angebotene Rechnung auch ohne Rechnung zu bezahlen, also schwarz oder jemand trägt die Maske im Bus nicht und schimpft und spuckt. Dann braucht es doch auch vielleicht mal auf Basis einer Regelung unter uns, einer Moral, eine klare Ansage ohne, entschuldigen Sie, ich kann das verstehen, dass Sie die Maske nicht so gerne tragen und auch gerne Alkohol konsumieren, aber ja, also irgendwo hört es doch auf. Ja, super Punkt, da haben Sie auch recht. Und das ist im Einzelfall wahrscheinlich auch nicht immer leicht zu entscheiden. Aber ich denke, es ist eher die Regel, dass wir nicht die Gründe anderer besonders ernst nehmen. Und darum ist es mir darum so sehr zu tun, darauf hinzuweisen. Sie haben aber ganz recht. Zum einen kann es sein, wenn es wirklich um extreme Verfehlungen geht, dass es auch dann mal moralisch erlaubt sein kann, nicht in so ein Gespräch zu treten, ja, weil es sich in gewisser Weise von der Sache her schon erübrigt nachzufragen, weil das Verhalten einfach klar ein krasses Fehlverhalten ist und da gibt es nicht sehr viel Raum für Interpretation, das wäre der eine Fall. Und natürlich kann es auch mal sein, dass es eine moralisch gute Handlung ist, Kante zu zeigen. Ja, vor allem auch, wenn es um Dritte geht, wenn zum Beispiel ein Verkäufer sich rassistisch gegenüber einem ausländischen Mitbürger benimmt und ich trete dafür ein, für einen Dritten, ja, wo es auch relativ offenkundig ist, dass das jetzt rassistisches Verhalten ist, da scheint mir auch erübrigt sich die Nachfrage, warum sind Sie heute so rassistisch gesonnen? Aber sozusagen, ich denke, und das fällt mir, ich habe lange im Ausland gelebt, es fällt mir besonders in Deutschland auf und scheint mir auch eine deutsche Unart zu sein, sozusagen andere ständig unfreundlich auf irgendwas hinzuweisen. Das scheint mir sozusagen häufiger zu sein hierzulande, als ich das beispielsweise in der Schweiz, in Frankreich oder in den USA erlebe, sodass ich manchmal denke, wir brauchen da Nachhilfe in Sachen Sie haben recht, ideale Gesprächsführung. Und natürlich leben wir nicht in der idealen Welt. Manchmal ist es nicht so eine strittige Frage. Manchmal geht es um offenkundig krasses Fehlverhalten. Und dann dürfen wir auch mal Kante zeigen.
Aber da wir das tendenziell eher zu viel tun und auch in Bereichen, wo es strittig ist, möchte ich da ein bisschen was dagegen setzen. Aber grundsätzlich gebe ich Ihnen auch recht, dass es Fälle gibt, wo man mal sagen kann, Schluss. Also Frau Betz, haben Sie vielen Dank dafür und wir nehmen mit, und das hört man von einer Landsfrau viel lieber als vielleicht von jemand anderem, dass, wenn es nicht klar ist, dass die klare Kante gefragt ist, dass erstmal nachdenken, fragen, Verständnis zeigen und dann die eigene Moral teilen, wahrscheinlich der bessere Weg ist. Herzlichen Dank für die Einsicht in Ihre Forschung und für diese Ideen, die so einen schönen Effekt auf das ganz alltägliche Leben haben. Vielen Dank. Ich danke Ihnen fürs Interesse. Und dann darf ich hinweisen auf unser nächstes Gespräch. Dann geht es um Fact or Fake bei DFG Exkurs. Vertrauen in den Journalismus in einer digitalisierten Welt. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich auch dafür interessieren. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Mhm.